Lazarett des marokkanischen Militärs helfen kann. Stefan Ehlert mit seiner Reportage. Asni ist eine Kleinstadt 50 Kilometer südlich von Marrakesch. Vielen Touristen ist sie bekannt als Einstieg in den Hohen Atlas und liegt nicht mehr weit vom Epizentrum des Erdbebens entfernt, das in der Nacht zu Samstag Marokko erschütterte. Mindestens 2.900 Tote und 5.500 Verletzte, das war die Bilanz der Erdbebenkatastrophe bis gestern Abend. Zur Versorgung der Verletzten hat das Militär inzwischen in Asni ein erstes Feldlazarett eröffnet. In nur 24 Stunden seit der Eröffnung seien dort schon rund 1.000 Patienten versorgt worden, sagt der Leiter der Einrichtung, der Anästhesieprofessor Youssef Kamus. Das Ziel dieses Krankenhauses ist es, den Katastrophenopfern zu helfen und ein Maximum an Patienten zu behandeln und nur die nach Marrakesch zu schicken, die eine aufwendige Untersuchung brauchen, einen Scanner etwa oder eine komplizierte Behandlung, die wir hier nicht machen können. 26 Ärzte, 80 Zelte. Das Lazarett von Asni verfügt sogar über ein Röntgengerät, ein klimatisiertes Operationszelt und ein Sonargerät zur Untersuchung der Schwangeren. Um die werdenden Mütter kümmert sich der Gynäkologe Oberst Khalid Gelsim. Er hat auch schon in marokkanischen Militärlazaretten in Syrien, in Zentralafrika und im Kosovo gearbeitet. Jetzt ist er in der eigenen Heimat im Einsatz. Gestern habe ich eine schwangere Frau behandelt. Zwei ihrer Kinder sind umgekommen. Jetzt achtet sie besonders darauf, wie es dem Baby in ihrem Bauch geht. Schock und Verletzungen seien ein Risiko für die Schwangerschaft, warnt Frauenarzt Gelsim. Ihm gehe es auch darum, dass die Frauen die Hoffnung auf die Zukunft nicht verlieren. Nach der Behandlung erwartet sie aber oft nur ein hartes Leben unter Planen am Straßenrand. Wir brauchen vor allem Zelte und Kleidung, sagt die 50-jährige Fatima Le Bleu aus dem 8 Kilometer entfernten Dorf Moula Ibrahim. Dort stünde kein einziges Haus mehr. Fatima Le Bleu hat beim Erdbeben zwei Neffen im Alter von 5 und 15 Jahren verloren. Die Zeltklinik des Militärs habe sie aufgesucht, weil ihre Mutter sehr krank sei und Medikamente brauche. Sehr deutlich wird, dass das Lazarett in den Bergen auch die Botschaft vermitteln soll, dass die Regierung die Hinterbliebenen der Erdbebenkatastrophe nicht im Stich lässt. Möglicherweise reagiert die Regierung damit auch auf Kritik daran, dass das Land Hilfsangebote aus dem Ausland zunächst vielfach abgelehnt hatte. Selbst König Mohammed VI. Wird in diesen Tagen im Feldlazarett von Asni erwartet. Gestern ließ er ein Video davon verbreiten, wie er in Marrakesch eine Blutspende abgab. Stefan Ehlert zur Lage in Marokko und damit direkt zu Aktuellem in Kürze hier im Deutschlandfunk. Die Zahlen schwanken noch, doch nach den schweren Überschwemmungen im Osten Libyens ist die Zahl der Todesopfer, die Behörden nennen, derzeit auf 5.300 angestiegen. Anna Osius. Viele Gebiete sind wegen der Wassermassen weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben des Roten Kreuzes gelten 10.000 Menschen als vermisst. Neben der Küstenstadt Darna sind noch weitere Städte von den Überschwemmungen betroffen. Ein Bürgermeister sprach von einer überfluteten Fläche von rund 20.000 Quadratkilometern. Das wäre in etwa die Größe Sachsen-Anhalts. Wo das Wasser zurückgeht, wird das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. Zahlreiche Staaten versprachen Hilfe. Auch die Vereinten Nationen mobilisieren Unterstützung für das Katastrophengebiet. Man arbeite mit lokalen, nationalen und regionalen Partnern zusammen, sagte ein UN-Sprecher in New York. Christoph Jonen vom Deutschen Roten Kreuz hat in dieser Sendung beschrieben, wie die humanitäre Hilfe in Libyen abläuft, aber auch seine Sorge geäußert, dass alte Konflikte im Land nach der akuten Katastrophe wieder aufflammen könnten. Das ist zu befürchten, das ist absolut richtig. Es ist so, humanitäre Hilfe kann nicht diese langfristigen strukturellen Probleme lösen. Humanitäre Hilfe kann keine fehlende Staatlichkeit ersetzen und humanitäre Hilfe kann auch keine funktionierende Entwicklungszusammenarbeit ersetzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird heute Morgen vor dem EU-Parlament ihre vierte Rede zur Lage der Nation, der Lage der Union halten. Katrin Schmidt. Die EU, darauf dürfte von der Leyen verweisen, ist zu einer immer stärkeren geopolitischen Instanz geworden und hat die 27 Mitgliedstaaten in der Unterstützung für die angegriffene Ukraine sowie bei den Sanktionen gegen Russland weitgehend geeint. Auch bei ihrem Flaggschiffprojekt, dem Green Deal, also dem Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, kann sie auf Erfolge verweisen. Stichwort Migrationspolitik. Findet Europa Antworten auf diese riesige Herausforderung? Und wie geht es weiter mit der EU selbst bei ihren Erweiterungs- und Reformplänen? Auch diese Fragen wird die Kommissionschefin aufnehmen. Der Vorgänger von Ursula von der Leyen, der ehemalige Luxemburger Minister für Auswärtige Politik in dieser Sendung.
In Menge auf jeden Fall, im Know-how vielleicht eher weniger. Also womit Nordkorea verdient. Erhöhung des Bürgergeldes beschließen. Die SPD, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Dagmar Schmidt, hat eben in dieser Sendung auf Kritik, Arbeit lohne sich nicht mehr, entgegnet. Die Gefahr sehe ich nicht, weil wenn man das auf eine längere Sicht betrachtet, seit Beginn des letzten Jahres, dann ist natürlich mit der deutlichen Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, die wir gemacht haben, ist so, dass der Mindestlohn sehr viel stärker gestiegen ist als das Bürgergeld. Und da findet jetzt ein bisschen ein Angleich statt. Der Lohnabstand ist da, auch wenn ich zugebe, dass wir uns gewünscht hätten, dass auch die Erhöhung des Mindestlohns höher ausfällt, als sie jetzt ausgefallen ist. Und gleichzeitig wollen wir ein Land sein, in dem Menschen eben, wenn sie in Not geraten, nicht komplett aus der Gesellschaft herausfallen, und für den Lohnabstand brauchen wir dann anständige Mindestlöhne, aber vor allem eben anständige Tariflöhne. SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt, heute früh in Deutschlandfunk. Mit der Presseschau setzen wir den Schlusspunkt dieser Informationen. Am Morgen nach den Nachrichten geht es im Kalenderblatt um 30 Jahre Oslo-Abkommen. Die Hoffnung, Israelis und Palästinenser könnten sich so einigen, hat sich mittlerweile zerschlagen. Anschließend Europa heute mit Manfred Götzke, ein Thema, dann die neuen Antikorruptionsregeln im EU-Parlament. Im Namen des Frühteams dankt Silvia Engels für ihr Interesse. Starten Sie gut in den Tag. Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Mit Stimmen zur Finanzierung der Forschung zu Long-Covid und zum Treffen von Russlands Präsident Putin mit Nordkoreas Diktator Kim. Zunächst aber geht es um eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung, die besagt, dass die Ampelkoalition ihre Vorhaben zu zwei Dritteln umgesetzt oder angegangen habe, nach außen aber ein zerstrittenes Bild abgebe. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, die Studie selbst macht vor allem den Dauerstreit in der Koalition für das verheerende öffentliche Bild der Ampel verantwortlich. Doch, sorry, das greift zu kurz. Denn die schiere Masse der abgehackten Themen macht noch keine gute Regierung aus. Die Neue Osnabrücker Zeitung befindet, besonders im Jahr 2022 hat die Ampel im Wochentakt komplexe Gesetze vorgelegt, um die Bundeswehr aufzurüsten und dem Land einen kalten Winter samt Wirtschaftsabschwung zu ersparen. Sie hat auf die Zeitenwende richtig reagiert und nichts davon stand im Koalitionsvertrag. Danach allerdings hätte er neu geschrieben werden müssen, statt anzuerkennen, dass der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen den Energiemarkt, die Wirtschaft, die Staatsfinanzen und die Migrationspolitik dauerhaft vor neue Herausforderungen stellt, kehrten die Ampelkoalitionäre Anfang dieses Jahres zum Business as usual zurück. Jeder will nun seine Punkte verwirklicht sehen, vom Heizungsgesetz über die Kindergrundsicherung bis zur Einhaltung der Schuldenbremse. Es werden keine Prioritäten gesetzt, kritisiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Bei der Mediengruppe Bayern, in der die Passauer Neue Presse erscheint, ist zu lesen: Es ist doch ein politisches Gesetz, dass 100 gute und gut gemachte Gesetze ein zentrales schlecht gemachtes, schlecht kommuniziertes nicht aufwiegen können. Das Heizungsgesetz ist dafür der beste Beleg. Es würde in einer quantitativen Zählung wohl als ein Versprechen gewertet. Und doch überlagert es in der Wirkung alles andere. Die Volksstimme aus Magdeburg fragt: Steht die Regierung also zu Unrecht in einem so schlechten Licht da? Wird ihre ach so gute Politik nur schlecht verkauft? Das ist mitnichten so. Vielmehr hat die Ampelregierung in wesentlichen Politikfeldern bislang eine denkbar schlechte Performance hingelegt. Die Debatten um das umstrittene Heizungsgesetz sind da nur die Spitze des Eisberges. Vor allem Grüne und FDP geraten immer wieder heftig aneinander. Ein zaudernder Kanzler von der SPD lässt die Dinge laufen. Die Koalition befindet sich im ständigen Streitmodus und packt drängende Probleme wie die Migration, die unsere Kommunen ans Limit bringt, nur unzureichend an. Dass die Koalition bei den Menschen enorm an Ansehen und Vertrauen verloren hat, darf da wirklich niemanden ernsthaft überraschen, folgert die Volksstimme. Die Stuttgarter Zeitung thematisiert ein Gipfeltreffen in Berlin zum Umgang mit Long-Covid.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mehr angekündigt, als er liefern kann. Die Ampel wollte ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen schaffen. Aktuell gibt es 3 Spezialambulanzen in Deutschland. Sie haben teilweise Wartezeiten von einem Jahr. Trotzdem dürfte die Zahl so schnell nicht steigen. Es fehlen Geld und Fachpersonal. Versprochen hatte Lauterbach auch 100 Millionen Euro für die sogenannte Versorgungsforschung. Nun macht der Haushalt nur 20 Millionen dafür frei. Weitere 20 Millionen sollen über einen Fonds kommen. Auch hier viel weniger als angekündigt. Gelöst wird das Problem so nicht, stellt die Stuttgarter Zeitung fest. Die Tageszeitung notiert: Die Versorgung von Menschen mit Long-Covid ist ein Desaster. Dass der Bundesgesundheitsminister nun mehr Geld für Versorgungsforschung, weniger Hürden für Studien, Therapierichtlinien für ÄrztInnen und die Kostenübernahme bei erfolgversprechenden Medikamenten ankündigt, ist überfällig. Die Finanzierung für eine systematische Versorgung von Betroffenen, wie sie eigentlich schon im Koalitionsvertrag versprochen war, bleibt aber ungesichert. Und die Betroffenen bleiben ungezählt. Long-Covid als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie es Lauterbach einmal nannte, davon sind wir noch weit entfernt, konstatiert die Taz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermerkt: Noch gibt es keine Heilung für Long-Covid. Noch sind viele Betroffene mit ihrem Leid allein. Die Versorgung der Langzeitopfer der Pandemie hat vor dem Hintergrund von Krieg und Wirtschaftskrise keine hohe Priorität für die Bundesregierung mehr, ganz gleich, wie gut die Argumente des Ministers sind. Keine Regierung kann wissenschaftlichen Fortschritt einfach so beschließen. Doch sie kann Rahmenbedingungen schaffen, die mehr Fortschritt ermöglichen. Für Long-Covid, ein Problem von großer Tragweite, sind 40 Millionen nicht genug, moniert die FAZ. Das Treffen von Nordkoreas Diktator Kim mit Russlands Präsident Putin beschäftigt die Märkische Oder-Zeitung. Russlands Präsidenten Wladimir Putin dürfte es beim Treffen mit Kim Jong-un nicht nur um die enormen konventionellen Munitionsvorräte gehen, über die Nordkorea mit seiner riesigen Armee verfügt. Es geht ihm darüber hinaus um das Zeichen. Russland ist nicht allein, trotz aller weltweiten Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges. Die spannende Frage lautet allerdings: Was bekommt Kim im Gegenzug? Sicherlich nicht nur Agrarlieferungen, um die prekäre Nahrungsmittellage zu lindern. Wie weit wird Russland gehen, um zum Beispiel Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm mit Technologie zu unterstützen? Fragt die Märkische Oder-Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung hält fest: Noch bleibt offen, wie weit Nordkorea dem Putin-Regime entgegenkommen wird. Bis jetzt sind erst kleinere Mengen von nordkoreanischer Munition auf den ukrainischen Schlachtfeldern aufgetaucht. Doch Kim dürfte über riesige Bestände verfügen. Seine Armee ist darauf ausgerichtet, im Kriegsfall einen Dauerhagel von Artilleriegeschossen auf Südkoreas Hauptstadt Seoul prasseln zu lassen. Mit russischen Ressourcen ließe sich auch die Produktion in den nordkoreanischen Rüstungsbetrieben ankurbeln. Es wird eine Frage des Preises sein. Kim wünscht sich im Gegenzug angeblich Know-how im Bereich der Raketentechnologie. Auch dies illustriert den rasanten Abstieg Putins. Unter ihm hatte Russland fast 2 Jahrzehnte lang die UNO-Sanktionen gegen Nordkorea mitgetragen. Sie verbieten dem Kim-Regime unter anderem, Raketen zu entwickeln und Waffen zu exportieren. Nun macht es den Anschein, als wünsche sich Putin am liebsten eine Welt ohne jede Regeln. Eine, in der einzig das brachiale Recht des Stärkeren gilt. Beobachtet die NZZ aus der Schweiz. Die CSU-Politikerin Bär hat ein Verbot der Prostitution in Deutschland gefordert. Der Weser-Kurier aus Bremen kommentiert: Sind wirklich die Freier die Kriminellen? Dorothee Bär, CSU, will das glauben. Oder zumindest behaupten, dass sie das glaubt. Also fordert sie, käuflichen Sex zu verbieten und, wenn er trotzdem stattfindet, allein die zu bestrafen, die zahlen. Das wird natürlich genauso brillant funktionieren wie das Verbot von Drogen. Also gar nicht. Nur der Schwarzmarkt für Sex wird halt noch größer und noch unkontrollierbarer. Die Prostituierten werden sich noch weniger zur Polizei trauen, weil schon ihr Geschäft als solches illegal ist, glaubt der Weser-Kurier. Die Berliner Morgenpost argumentiert anders.
Im Jahr 21 nach der Legalisierung ist die selbstbestimmte Sexarbeit zu einer romantisch verklärten Wunschvorstellung von Freiern geworden, die sich in der Sicherheit wiegen können, nichts Verbotenes zu tun. Die Frage, unter welchen Bedingungen die Frau tätig ist, ob sie von einem Zuhälter abkassiert wird, ob sie massiv unter Druck gesetzt, misshandelt und ihrer Freiheit beraubt wird, muss sie nicht interessieren. Die Folge? Deutschland gilt als Bordell Europas, bei dem im Übrigen das Schicksal der Frauen unter dem Radar bleibt. Das passt nicht zu einer feministischen Politik. Mit dieser Stimme aus der Berliner Morgenpost endet die Presseschau. Redaktion Khaled Nahar, Sprecherin Josephine Hochbruck. Und du siehst Automatik. Nach dem 2:1 der deutschen Fußballnationalmannschaft im Testspiel gegen Frankreich gestern Abend in Dortmund. Dazu war das unser Sportkollege André Siems. Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher. Ich glaube, einfacher für mich wird's jetzt mit Oliver aus Niddertal-Assenheim. Guten Morgen aus der Wetterau. Ich komme gebürtig aus der Slowakei und bei uns sagt man Dobre Ranko. Das Griechen. Dobre Rango. Ja, genau. Dobre Rango auch von mir an diesem Mittwoch. Und nochmal großen Respekt an Thomas aus Ghana. Leck mich am Buckel, das übe ich jetzt nochmal. Guten Morgen, Hessen. Hitradio FFH. Läuft bei dir. Wechselhafteren Tag, aber danach bleibt es dann erstmal wieder trocken. Heute aber viele Wolken, zum Teil Schauer, zum Nachmittag hin dann mehr und mehr Sonne, aber auch nochmal Schauer und Gewitter möglich bei 20 bis 25 Grad. Morgen dann zum Teil schon sehr freundlich, trocken und das war bis zu 24 Grad. Dann noch schnell der Blick auf die Straßen bei uns in Hessen. Fangen wir an mit der A5, Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Rasthof Wetterau und dem Bad Homburger Kreuz. 5 Kilometer stockender Verkehr. Hier ist die Standspur inzwischen wieder freigegeben. Allerdings liegen immer noch Äste und Zweige auf der Standspur. Also hier vorsichtig fahren. In der Nacht hat es ganz schön gewütet. Weiter auf der A60 Mainz Richtung Rüsselsheim, streckenweise stockender Verkehr zwischen Bischofsheim und dem Rüsselsheimer Dreieck. Und dann noch die A485 Butzbach Richtung Gießen, 4 Kilometer stockend in der Baustelle zwischen Bergwerkswald und Gießenlicher Straße. Kommt gut an. Mops Vormittag mit Andreas Schmidt. Der Sommer ist fast vorbei. Es bleiben die Erinnerungen an die Highlights des Sommers. Und für die New Roses hat es ein ganz besonderes Highlight gegeben. Sie durften auf der ultimativen Abschiedstour von KISS als Support die Fans anheizen und haben das auch bravourös gemacht. Hier sind die New Roses mit neuem Rock. Hier ist Sweet Gloria. Wie viele Fachärzte gibt es dort? Und dafür müssen die Krankenhäuser natürlich bestimmte Daten auch übermitteln. Und einige Bundesländer beklagen, dass der bürokratische Aufwand dann vor allem für die kleinen Kliniken viel zu groß wird. Das ist einer von mehreren Kritikpunkten. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Aus Gelsenkirchen Stefan Weisemann für WDR aktuell. Der Einsatz war dramatisch, sagt die Feuerwehr. Bewohner haben ein Baby in einer Plastiktüte aus dem Fenster abgeseilt, weil sie nicht mehr aus dem Haus raus konnten. Im Treppenhaus hat die Holztreppe gebrannt. Das Feuer hat sich dann sehr schnell ausgebreitet. Die Bewohner waren also quasi gefangen in dem Haus. Die Feuerwehr hat sie dann teilweise per Leiter gerettet. 5 mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Für eine Frau kam die Hilfe allerdings zu spät. Die Polizei ermittelt jetzt hier in Gelsenkirchen, warum es in dem Haus gebrannt hat. Weitere Meldungen im Überblick.
Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Staatschef Kim sind zu Gesprächen zusammengekommen. Kim war zu dem Treffen im Osten Russlands mit einem gepanzerten Zug angereist. Die beiden Staatschefs wollen unter anderem über den Bau neuer Satelliten und Raketen reden. Möglicherweise geht es auch um Waffenlieferungen aus Nordkorea für Russlands Krieg gegen die Ukraine. In den Erdbebengebieten von Marokko ist die Versorgungslage für die Überlebenden weiter problematisch. Viele Menschen sind obdachlos, müssen dringend mit Lebensmitteln und Wasser versorgt werden. Soldaten und internationale Helfer kommen aber nur langsam zu den zerstörten Dörfern im Atlasgebirge in Marokko durch. Unwetter haben in der Nacht in einigen Regionen Deutschlands für Probleme gesorgt. In NRW waren vor allem das Münsterland und das Siegerland betroffen. Unter anderem liefen Keller voll und Bäume stürzten um. In Rheinland-Pfalz wurde ein Mann im Rhein-Lahn-Kreis von einem Blitz getroffen und starb. In Worms hagelte es so stark, dass die Stadt aussah, als hätte es geschneit. WDR aktuell. Aus der Kultur. In Oberhausen beginnt heute die 11. Ausgabe der Frauenfilmtage. 5 Tage lang zeigt der Lichtburg Filmpalast Filme von... Steht nicht nur das unkonventionelle Leben der Schriftstellerin, sondern auch die Beziehung zu ihrem Autorenkollegen Max Frisch. Danach gibt es ein Filmgespräch mit der Produzentin Bettina Brokemper. Das Publikum hat an allen Tagen nicht nur die Möglichkeit, preisgekrönte Filme zu sehen, sondern auch hautnah im Gespräch mit Drehbuchautorinnen, Regisseurinnen und Produzentinnen alles Wissenswerte über den Film zu erfahren. Zudem kann es aktiv mitentscheiden, welcher Film als Gewinner des Sonntag-Publikumspreises das Festival beendet. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Vormittag sind noch einzelne, teils kräftige Schauer unterwegs. Im Tagesverlauf setzt sich aber von den Niederlanden her immer besser die Sonne durch. Dazu kühler als zuletzt. In Detmold bis 19, in Bocholt 20 und in Köln bis 22 Grad. Morgen zuerst gebietsweise Nebel. Wenn der sich aufgelöst hat, wird es überall sonnig. Bei lockeren Quell- oder Schleierwolken. Es bleibt dann trocken bei 16 bis 23 Grad. Das war WDR aktuell. Was für ein Tier kommt hier daher? Was meinen Sie, um welches Tier es sich hier handelt? Die Tore zählen, das Gewinnen. Ja, das ist im Moment noch schwer zu sagen. Weil das ist jetzt ein erstes Spiel, ja, unter einem neuen Trainer und es war eine sehr ansprechende Leistung. Inwieweit sich jetzt eine echte Mannschaft entwickelt, das wird sich noch zeigen. Also man darf nicht vergessen, das war ein Freundschaftsspiel und dieses Spiel darf man nicht überbewerten, aber es war eine gute Grundlage für einen Neuanfang, kann man so sagen. Wir können festhalten, dass die deutsche Nationalmannschaft in einer tiefen Krise steckte. Ich scheue mich noch ein bisschen, tatsächlich die Vergangenheitsform schon zu benutzen. Wie kommt es überhaupt, dass Mannschaften so in Dauerkrisen reinkommen? Ja, also der Auslöser einer jeden Krise ist, dass die Mannschaft schlechter abschneidet, als man von ihr erwarten würde. Ja, also wenn deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM in Russland ausscheidet oder gegen Südkorea verliert oder jetzt gegen Japan, das sind unerwartete Niederlagen. Und solche unerwartete Niederlagen führen zu Enttäuschung, die einen Kreislauf der Emotionen in Gang setzen, auf der Spielerebene. Ja, also Spieler fangen an, über sich selbst nachzudenken. Man erkennt es an ihrer Körpersprache, was in ihnen vorgeht. Sie fokussieren auf sich selbst und ziehen sich dann auch etwas zurück, versuchen, nichts falsch zu machen. Und das wird sich dann auf der gesamten Ebene des Teams. Also die Teamatmosphäre verändert sich, Konflikte brechen aus, die Kommunikation leidet und dann der Zusammenhalt des Teams leidet auch. Und das zeigt sich dann irgendwo im Spiel, ja, dass die Spieler nicht mehr bereit sind, Risiko einzugehen, spielen Sicherheitspässe, niemand will die Verantwortung übernehmen. Und dann verliert man das nächste Spiel und dann beginnt diese ganze Spirale von vorne. Und die professionellen Fußballer spielen in diesem Kontext.
11. September 1993 zurückzublicken. Der Umstand, dass sie es überhaupt versucht haben, zeigt beinahe heldenhaft, was möglich ist zwischen Israelis und Palästinensern. Benjamin Hammer erinnerte an das erste Oslo-Abkommen, das Vertreter Israels und der Palästinenser heute vor 30 Jahren unterzeichneten. Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Das EU-Parlament will sich heute schärfere Transparenz- und Antikorruptionsregeln geben. 9 Monate nach dem Korruptionsskandal um die ehemalige Vizechefin des Parlaments. Ob die Regeln weit genug gehen, das besprechen wir gleich mit Transparency International. Außerdem geht es nach Polen, wo der Wahlkampf alles andere als fair abläuft. Und wir blicken in die Republika Srpska in Bosnien. Der dortige Präsident hat dem hohen Repräsentanten Bosniens verboten, einzureisen. Wohl kein anderer Korruptionsskandal hat die Glaubwürdigkeit des EU-Parlaments so erschüttert wie Katargate. Im letzten Dezember wurde die stellvertretende Parlamentspräsidentin Eva Kaili mit Koffern voller Bargeld aus Katar festgenommen. Inzwischen ist sie unter Auflagen wieder frei und als parteilose Abgeordnete auch wieder im Parlament, während die Staatsanwaltschaft noch ermittelt. Die Aufarbeitung des Skandals auf politischer Ebene ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Heute will das EU-Parlament unter anderem ein Transparenzregister beschließen. Da müssen sich alle Lobbyisten eintragen, wenn sie ins Parlament wollen. Bernd Hüttemann ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung und EU-Experte von Transparency International. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, ob das Parlament aus der Katar-Affäre die richtigen Schlüsse gezogen hat. Es tut sich schwer, aber es geht in die richtige Richtung. Tatsächlich ist es so, dass das Europäische Parlament es sich wahnsinnig schwer getan hat am Anfang, die Regeln, die es sich teilweise selbst sehr stark gesetzt hat, umzusetzen und jetzt natürlich Katar ein Katalysator ist, um die Dinge voranzubringen. Angefangen mit dem Punkteplan der Präsidentin, jetzt kürzlich aber dann eine klare Abstimmung im Verfassungsausschuss und jetzt muss noch das Plenum folgen. Es wird in die richtige Richtung gearbeitet. Dann lassen wir uns mal die einzelnen Punkte durchgehen. Es ist ein Transparenzregister beschlossen worden. Ist das ein wirksames Instrument gegen politische Einflussnahme? Zunächst ist wichtig, dass man die politische Einflussnahme tatsächlich benennt als Problem von außen, dass man wirklich auch klar macht, dass tatsächlich Einflussnahme illegitim und illegal laufen kann. Und das muss man natürlich mit Transparenzmaßnahmen unterfüttern. Und da ist, sage ich jetzt mal so, der halbe Weg gegangen, denn die Umsetzung ist wichtig und das ist gespielt wird auf dem Platz. Und da haben unsere Kollegen auch in Brüssel gezeigt, dass vieles noch nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt sind die Regeln strenger und deswegen glaube ich, wenn das so durchkommt heute, ist es aktiv. Heute sollen ja auch noch weitere Regelungen beschlossen werden. Abgeordnete sollen künftig verbindliche Erklärungen zu möglichen Interessenkonflikten einreichen, bevor sie wichtige Positionen wie zum Beispiel Ausschussvorsitz übernehmen. Was halten Sie davon? Das Europaparlament ist ein Ausschussparlament. Das ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Ausschussvorsitzende, die Berichterstatterin, das ist auch schon länger so, eine klare Kante zahlen müssen, von wem sie beeinflusst werden. Da muss tatsächlich der Hebel angesetzt werden. Da ist auch Gesetzgebung und da ist das Europaparlament ja auch sehr stark. Und deswegen ist es wichtig, dass dort eine klarere Linie gefahren wird. Außerdem sollen inoffizielle sogenannte Freundschaftsgruppen nicht mehr im Namen des Parlaments agieren können. Ist das ein wichtiger Punkt? Also da gab es ja auch immer diese Länderfreundschaftsgruppen, die ja zu Einflussnahmen und auch zu Problemen geführt haben. Ja, das ist in der Tat diese Drittstaatenfrage, die wir ja auch in Deutschland kennen. Denken wir an Mecklenburg-Vorpommern, die Möglichkeiten tatsächlich Einflussnahme von außen sind, strategische Korruption von vielen Ländern von außen reingedrückt in die parlamentarischen Systeme. Und das ist etwas, was
in Brüssel natürlich ein bisschen mehr unter dem Radar steht, weil es natürlich auch ein Europaparlament ist. Ja? Und wenn man dann die Drittstaaten in Freundesgruppen so im Ungefähren lässt, ist das nicht gut. Und deswegen ist es richtig, da klarere Linien anzusetzen. Ja. Was Eva Kaili gemacht hat oder mutmaßlich gemacht hat, muss man ja, glaube ich, immer noch sagen, das war ja auch zuvor illegal. Also wird man auch mit diesen neuen Transparenzregeln so ein kriminelles Verhalten verhindern können oder ist es einfach nicht möglich? Kriminell ist kriminell. Das ist immer die Frage, die tatsächlich halt ist ein Dieb. Das ist absolut der Punkt. Wenn die Staatsanwaltschaft da weiterkommt in Belgien und es da tatsächlich zu einer Verurteilung kommen sollte, was wirklich in der Tat noch nicht abzusehen ist, dann ist es wichtig, dass das auch da der Weg des Ziels ist. Zum Teil, weil die Vorsicht, die man walten lassen muss, auch als Abgeordnete, sich nicht kaufen zu lassen und die tatsächlich eine ganz große Anfälligkeit haben, wenn die Öffentlichkeit nicht drauf schaut, wenn die Regeln nicht klar benannt sind. Das ist etwas, was tatsächlich stärker angegangen werden muss. Also wir haben in der Europäischen Union tatsächlich selber keine Sanktionsmöglichkeiten für die EU selber. Da müssen sie auch oftmals die Staatsanwaltschaft auf der nationalen Ebene angehen lassen. Da sind die Selbstreinigungskräfte, weil es eben auch kein Staat ist, viel geringer als woanders. Also da muss mehr passieren. Da muss man Belgien auch dankbar sein, dass es da sehr weit gegangen ist bisher. Bräuchte man da europäische Behörden, die in solchen Fällen ermitteln? Also Transparency, auch die Europäische Währung, wir sagen sehr stark klar, dass es ein Ethikgremium geben muss, das tatsächlich unabhängig handelt. Und dass die Schwelle für Korruption enorm absenkt. Und das ist etwas, was laufen müsste. Und alle Institutionen, der Rat, die Kommission und auch das Parlament müssen da gleichermaßen ran. Und das ist etwas, wo noch nicht genug passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was für das neue Parlament im nächsten Jahr gewählt wird, eine ganz wichtige Aufgabe ist. Dabei will die Kommission ja einen institutionellen Ethikrat einführen. Ist das das, was Sie meinen? Oder geht das nicht weit genug? Genau, ja, manche sagen Ethikbehörde, dann schimpfen wieder die andere, dass es natürlich eine Bürokratie wäre. Aber wir brauchen da schlichtweg auch Bürokratie und Regeln, um ja auch einen Schutz herzustellen, auch für die Abgeordneten, auch die Beamtinnen und Beamten, dass sie genau wissen, welche klaren Regeln einzuhalten sind und dass da genau mal jemand hinschaut. Und deswegen ist das sicherlich ein Ethikgremium sehr, sehr wichtig. Sagt Bernd Hüttemann, EU-Experte bei Transparency International. Mit ihm sprach ich über neue Transparenzregeln im EU-Parlament. Parlament und schon jetzt deutet sich an, besonders fair und rechtsstaatlich sauber wird es nicht zugehen. Einerseits, weil der staatliche Rundfunk von der Regierung kontrolliert ist, andererseits, weil die Regierung die Wahlkreise auf dem Land erhöht hat, wo die Kaczynski-Partei PiS traditionell besonders viel Rückhalt hat. Da bleibt der Opposition nur taktisches Kalkül bei der Aufstellung ihrer Kandidaten in den Wahlkreisen. Die Partei von Oppositionsführer Donald Tusk hat jetzt einen ungewöhnlichen Pakt mit einem sehr konservativen Politiker geschlossen. Sie lässt einen ehemaligen Vizepremier der Kaczynski-Regierung im Wahlkreis von Kaczynski antreten. Peter Sawicki berichtet über taktische Kandidaten im polnischen Wahlkampf. Stehend begrüßen am Wochenende PiS-Delegierte in einer Halle in Końskie ihren Parteichef. Jarosław Kaczyński ist beinahe etwas unwohl. Noch haben wir nicht gewonnen, ruft er lächelnd. In der südostpolnischen Region Świętokrzyskie, auf Deutsch Heiligkreuz, einer PiS-Hochburg, stimmt sich die Regierungspartei weiter auf die Parlamentswahlen ein. Kaczyński spricht mehr als eine Stunde lang und lobt das bisher Erreichte. Unsere Politik hat einen Wandel herbeigeführt. Ist er vollendet? Nein. In 8 Jahren ließ sich nicht alles verändern, was Kommunisten und Postkommunisten angerichtet haben. Wir haben aber viel erreicht und vor uns liegen weitere Aufgaben.
Inhaltlich setzt Thies auf altbekannte Methoden. Finanzspritzen und kostenfreie Medikamente für Ältere oder die Förderung polnischer Produkte. Weil die Nationalkonservativen aber um einen Wahlsieg bangen müssen, setzen sie auch auf Emotionen. Ein bewährtes Feindbild ist Oppositionsführer Donald Tusk, den Sejm-Präsidentin Elżbieta Witek attackiert. Panie Tusk, pana czelność mówić o piekle kobiet. Herr Tusk, woher nehmen Sie die Frechheit, von einer Hölle der Frauen zu sprechen, wo Sie es waren, der hart schuftende Frauen zwingen wollte, bis 67 zu arbeiten? Das war damals die Hölle der Frauen. Hölle der Frauen ist ein Begriff, den Frauenrechtlerinnen mit Blick auf das strikte Abtreibungsrecht in Polen kreiert haben und den Tusk oft aufgreift. Witek münzt ihn um, um einmal mehr Tusks frühere Rentenpolitik zu schelten. Nur 3 Autostunden weiter südlich, in Tarnów, beschwört zeitgleich Tusks Partei Bürgerplattform den Wahlsieg. Helfen soll dabei ein Katalog von 100 Maßnahmen. Und auch der Ex-Premier schielt auf die ältere Generation. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni. Diese konkrete Maßnahme zum Beispiel, und das ist von elementarer Bedeutung, wird dafür sorgen, dass Renten in Höhe von bis zu 5000 Zloty künftig steuerfrei sein werden. Geld ist ein zentrales Wahlkampfthema in Polen. Eine über Monate zweistellige Inflation hat PiS viel Zustimmung gekostet. Donald Tusk weiß das und will es mit scharfer Rhetorik nutzen. Problem polega na tym, że ich niekompetencja. Ihre Inkompetenz, ihre Dummheit kostet uns hunderte Milliarden Zloty in Form von Schulden und Inflation. Der staatliche Diebstahl nimmt makroökonomische Züge an. Sie rauben uns Milliarden. Oni też kradną w miliardach złotych. Frau ma w zwyczaju słowa nie dotrzymaj. Wenige Wochen vor der Wahl wird der Ton drastischer. Und umso mehr rücken die beiden größten Parteien des Landes in den Fokus. Deren Scharmützel finden auch online statt. Unter dem Hashtag Tusks Lügen zählen PiS-Politiker in Wahlspots Donald Tusks vermeintlich gebrochene frühere Versprechen auf oder bezeichnen ihn als deutschen Lakaien. Auch in die Nähe von Josef Goebbels wird er gerückt. Rząd PiS zaprosił do Polski 250.000 Imigrantów. Doch auch die Bürgerplattform zeigt sich nicht zimperlich. Ihre Spots laufen unter dem Hashtag Betrügereien von PiS. In einem davon wirft Tusks Partei PiS Heuchelei beim Thema Migration vor. Hintergrund ist eine aktuelle Affäre um mutmaßlich tausendfach gegen Bestechungsgelder ausgestellte Visa für Personen unter anderem aus Asien. Der Vizeaußenminister musste bereits gehen, Ermittlungen laufen. PiS, so die Botschaft des Spots, wettere zwar gegen Migranten, lasse sie aber selbst fahrlässig ins Land. Der Spot der Bürgerplattform ist auch in linksliberalen Kreisen umstritten. Er sei reißerisch und habe xenophobe Züge, so das Portal OkoPress. Geradezu entsetzt zeigt sich angesichts der sich zuspitzenden Rhetorik der Publizist und Autor Marek Kęskrawiec. Nie takiej Polski oczekiwałem. Ja jestem przerażony tym, co się dzieje. Nicht so ein Polen habe ich mir vorgestellt. Das ist erschütternd. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, sieht man klar, dass in dieser Logik des Geschreis vor allem die beiden größten Parteien profitieren. Ona jest na rękę dwóm głównym partiom. Szymon Hołownia von der zentristischen Partei Polska 2050 gilt eigentlich als potenzieller Koalitionspartner von Donald Tusk. Die jahrelange Fehde zwischen PiS und Bürgerplattform kritisiert aber auch Hołownia. Er sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Statt sich etwa um bessere Schulen zu kümmern, so Hołownia, verhakten sich die beiden Hauptakteure in ihren Grabenkämpfen. Powiedzcie to tym dzieciom. Sag das mal Kindern ins Gesicht. Tut uns leid. Ihr müsst auf euer warmes Essen warten. Ihr könnt später Englisch lernen. Wir müssen erst unseren heiligen Krieg ausfechten. Diese Polarisierung zerstört das Urmenschliche in uns. Fürsorge für unsere Mitmenschen. Zabija w nas to, co najbardziej ludzkie. Troskę o drugiego człowieka. Extreme Töne und Polarisierung im polnischen Wahlkampf. Machst du Gedichte? Nun, die Zeichen sind günstig. Apollo steht hier zur Seite und der Lorbeer hängt schon über deinem Haupte. Aber ich tat dem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er, Gedichte? Nein, ich bin ein Freund von Gedichten, aber ich schreibe doch keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu tun und zu meinem Vergnügen machte ich mir eine Liste von den Namen derjenigen Freunde, die einst in meiner Kollekte gespielt haben. Einige davon sind mir sogar noch etwas schuldig.
Glauben Sie nur nicht, Herr Doktor, ich wollte Sie mahnen. Das hat Zeit. Sie sind mir gut. Hätten Sie nur zuletzt 1365 statt 1364 gespielt, so wären Sie jetzt ein Mann von 100.000 Mark Banco. Und brauchten nicht hier herumzulaufen und könnten ruhig in Hamburg sitzen, ruhig und vergnügt und könnten sich auf dem Sofa erzählen lassen, wie es in Italien aussieht. So war mir Gott helfe, ich wäre nicht hergereist, hätte ich es nicht Herrn Gumpel zuliebe getan. Ach, wie viel Hitz und Gefahr und Müdigkeit muss ich ausstehen. Und wo nur eine Überspannung ist oder eine Schwärmerei, ist auch Herr Gumpel dabei. Und ich muss alles mitmachen. Ich wäre schon längst von ihm gegangen, wenn er mich missen könnte. Denn wer soll nachher zu Hause erzählen, wie viel Ehre und Bildung er in der Fremde genossen? Und soll ich die Wahrheit sagen, ich selbst fange an, viel auf Bildung zu geben. In Hamburg habe ich sie, Gottlob, nicht nötig. Aber man kann nicht wissen, man kommt einmal nach einem anderen Ort. Es ist eine ganz andere Welt jetzt. Und man hat recht, so ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. Und welche Ehre hat man davon? Lady Maxfield zum Beispiel, wie hat sie mich diesen Morgen aufgenommen und honoriert? Ganz parallel wie ihresgleichen. Und sie gab mir einen Francesconi Trinkgeld, obschon die Blume nur 5 Paoli gekostet hatte. Außerdem ist es auch ein Vergnügen, wenn man den kleinen weißen Fuß von schönen Damenpersonen in Händen hat. Ich war nicht mehr. Monat Zeit, um Einspruch einzulegen. Alle Jahre wieder, die Steuererklärung steht wieder an. Noch sind 2 Wochen Zeit. Ein Bericht von Ursula Mayer. HR Info Sport. Abgang von Hansi Flick und der Auftritt von Rudi Völler mit Team hat der Mannschaft offenbar Leben eingehaucht. Das soll nur vorübergehend sein, bis ein neuer Trainer verpflichtet ist. Aber jetzt nach dieser überzeugenden Leistung, muss man da überhaupt noch nach einem neuen Bundestrainer suchen? Muss man nicht, das sagt zumindest unser Nationalmannschaftsreporter Philipp Hofmeister und hat dem gebürtigen Hessen Rudi Völler einen persönlichen, offenen Brief geschrieben. Lieber Rudi Völler, wieder mal hast du es allen gezeigt. Und wieder mal musste ich breit grinsen. Gestern Abend sogar schon vor dem Anpfiff zum Länderspiel. Denn bereits da weder ein Pass noch eine Nationalhymne.